Pass auf. Chulaa-Scheidung heißt, dass die Frau sich selber scheidet. Hä? Gibt's sowas im Islam? Wer hat die Scheidungskraft? Wer kann Scheidung durchführen? Nur der Mann. Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ. Nur der Mann scheidet. Aber in einem Fall kann die Frau zu dem Richter gehen und ihre Scheidung holen und beauftragen. Wie macht sie das? Sie erkauft das. Oder gegen eine Leistung. Gegen eine Leistung, das ist so gewesen in der Zeit des Propheten, und das war die Fatwa des Propheten. Zarudina alayhi hadiqata, gibst du ihm die Farm zurück? Sie sagt, ja Rasulallah, ich gebe es ihm. Und dann hat er das durchführen lassen. Warum? Weil man kann nicht eine Frau auf eine Ehe zwingen. Und wenn diese Frau nicht mehr will und sie kann diese Ehe nicht ertragen, dann kann sie ihre Scheidung beantragen bei dem Richter. Gründe, wenn sie nicht mehr kann. Das ist jetzt direkte Antwort auf Al-Khula. Jetzt komme ich zu meinen Empfehlungen. Scheidung ist gehasst von Allah Ta'ala, verhasst. Und Scheidung ist keine schöne Sache. Und deswegen, diejenigen, die an Scheidung denken, bevor sie Sachen unternehmen, die echt und authentisch und auch richtig, aufrichtig sind, und die auch sich nicht mit Geduld ausstatten, denn Allah subhanahu wa ta'ala verspricht den Geduldigen, dass er ihnen das Ende gibt. Deswegen, man darf nicht so an Scheidung denken, bevor man alles ausgeschöpft hat. Eheberatungen, über Eheberatungen, Familie, die weisen Leute von der Familie zusammenbringen, gute Freunde, die zwischen den beiden miteinander reden, versuchen Zeit zu geben, Zeit zu gewähren, verzeihen, Auge zu drücken, versuchen zu schauen, entwickelt sich der Partner in der positiven Richtung, wird er immer besser, jeden Monat besser, bemüht sie sich. So, wenn das alles so sieht, dann muss man mit dieser wunderschönen Strömung laufen und an die Ehe festhalten. Aber der andere Fall, wenn es nicht mehr kann, dann kann sie es. Gegen eine Leistung oder gegen nicht eine Leistung, sie geht zu dem Richter und beantragt ihre Scheidung. Keiner kann sie zwingen, in dieser Ehe zu bleiben. Sie ist keine Sklavin. Ja, und deswegen, sie kann das auch bei einem deutschen Richter beantragen. Das ist kein Problem. Ja, weil Antrag von der Scheidung, wenn der Mann ihr sagt, gib mir meine Brautgabe zurück und sie ist einverstanden, gibt sie mir. Oder sie verhandeln, falls jetzt die Brautgabe so hoch war, sie verhandeln, dass sie auf einen Preis zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob solche Männer gibt heute, dass sie sowas zurückverlangen, Allah alam. Aber wenn es gibt, dann gibt sie ihm. Wallahu a'la wa a'lam. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.